wille und kraft römer kapitel 7, Vers 18. denn ich weiß, daß in mir das heißt in meinem fleisch nichts gutes wohnt wollen habe ich wohl, aber das gute vollbringen kann ich nicht. wenn man sich eingestehen muß, etwas einfach nicht zu können. Dann liegt es wohl immer daran, dass man dazu einfach keine Kraft hat, selbst wenn der Wunsch und Wille vorhanden ist. Genau so oder ähnlich erlebte es Paulus. Warum fehlte die Kraft? Es lag an seinem und auch unserem widerspenstigen und unserer fleischlichen Natur, die gegen den Geist streitet, wie Paulus ja auch in Römer 7,23 schrieb. Da hieß es. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ein Gefangener kann logischerweise nicht so lebendig sein, wie er will. Man hat ihn seiner Kraft beraubt, indem er eingesperrt gefangen ist und entsprechend sich eben nicht frei bewegen kann. In diesem Bild veranschaulicht Paulus das Wesen der Sünde, das weder Wille noch Kraft hat, Gutes zu vollbringen und Gott zu suchen. Charles Haddon Spurgeon hat 1858 in London in einer Predigt folgendes gesagt: Wo der Wille gegeben wird, dort wird die Kraft gewiß folgen. Wird jemand willig gemacht, bekommt er auch die Kraft, denn wem Gott den Willen gibt, den quält er nicht, indem er ihm den Willen zu etwas gibt, wozu er nicht fähig ist. Dennoch unterscheidet er zwischen Wille und Kraft, damit sichtbar wird, dass die beiden zwei verschiedene Gaben Gottes sind. Und genau das drückt Paulus aus, wenn er sagt, dass er das Wollen hat, aber nicht die Kraft, also das Vollbringen. Das ist so, als ob ich mit meinem kleinen Lebensboot im Hafen liege und vorankommen will, ablegen möchte, aber der Anker geworfen wurde, der viel zu schwer und viel zu groß ist, als dass ich ihn wieder einholen könnte. Wir sollen von uns selbst nichts Gutes erwarten, keine Hoffnungen schüren oder leere Versprechungen abgeben, uns selber und auch anderen, denn wir werden scheitern, trotz aller Guten, Vorsätze und Absichten. Es ist ebenso verkehrt, sich zu sehr mit sich selbst zu beschäftigen, was wir dann tun, wenn wir die Fähigkeit des Sieges und der Überwindung, des Aufbruchs und des Vollbringens in uns selbst suchen. Das ist nicht allein eine Frage des Verstandes, sondern des ganzen Menschen mit seiner Einstellung, seiner Vorstellung, seiner Seele und seiner Hoffnung. Wir müssen begreifen, dass wir dadurch glauben, indem wir einerseits die unbekehrbarkeit des Fleisches und seiner Verderbtheit einsehen und andererseits den Blick auf Jesus richten, den Anfänger und Vollender des Glaubens, Hebräer 12,2. Einen ganz eindrücklichen Vers zur Unmöglichkeit, seine sündige Natur zu verändern. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 13, Vers 23. Da heißt es: Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Das ist sehr ernüchternd, aber auch sehr klar und eindeutig formuliert. Wir können es einfach nicht. Und da, wo wir das nicht einsehen, ignorieren oder für übertrieben halten, werden wir mit unseren Abgründen konfrontiert und mitunter auch geschockt sein, wie sehr unsere sündige Natur tatsächlich ein heiliges Leben ablehnt und auch bekämpft. Gott lässt uns durchaus unseren Willen, solange bis wir einsehen, dass wir tatsächlich unfähig sind, an die vollkommene Erlösung, die allein durch Gottes Gnade vollbracht wurde, zu glauben und darin zu leben und eben nicht durch eigene Kraft irgendwie zum Glauben zu kommen, im Glauben auch voranzukommen und weiterzugehen und überhaupt Jesus Christus in mein Leben zu lassen. Diese Erkenntnis ist nun aber kein Aufruf zur Passivität, man könnte ja auch meinen, ich kann ja nun sowieso nichts machen, also verharre ich in meiner Lethargie und lasse Gott eben einen guten Mann sein. Und was sich nicht ändern kann, das sitze ich eben aus oder kümmere mich nicht drum. Das wäre die falsche Einstellung und vielleicht sogar eine dämonische Konsequenz, ohne Sinn und Verstand, denn so ist es sicherlich nicht gemeint. Was wir sehr wohl tun können, ist zum Beispiel geistliche Gemeinschaft zu suchen, zu beten, die Bibel zu lesen, in die Gemeinde zu gehen, wo es möglich ist, und gastfreundlich zu sein, wie die Bibel sagt, ein ordentliches Leben zu führen und auch unsere Sünden zu bekennen und uns auf Jesus Christus zu konzentrieren und ihn zu suchen und um Kraft von oben zu bitten, weil wir selber dazu nicht in der Lage sind, ein geistliches Leben zu führen ohne Geist. Und der Geist, das ist Gott, und den Geist zum Glauben, zur Nachfolge, den bekommen wir von Gott, nicht von uns selber. Und dazu hat uns, um diese Dinge auch zu tun, die ich erwähnt habe, dazu hat uns Gott auch unseren Verstand, unsere Zunge, unsere Hände und Füße gegeben, auch manche Zeit, auch manche Privilegien und so weiter. Diese Dinge allein genommen machen mich nicht zu einem besseren Menschen. Aber Gott kann das dazu führen, dass wir seinen Segen und somit das Vollbringen, die Kraft erhalten, dass Frucht entsteht zu seiner Ehre und auch zu meinem Wohl. Unser Wille muss von Gott verändert werden, sonst tun wir, was wir nicht wollen, wie Paulus in Römer 7, bis 20 schreibt, da heißt es. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das ist doch so auf den ersten Blick, wenn man das liest, eine recht merkwürdige Aussage. Ich denke, jeder weltliche Psychiater würde sich über so einen außergewöhnlichen Fall von Irrationalem vertreten und scheinbar fremdgesteuerten Denken wundern. Und Paulus würde in unserer heutigen Zeit wohl zu Tode therapiert werden und gar nicht mehr vom Arzt loskommen. Aber es ist eine geistliche Tatsache, eine göttliche Wahrheit und die ungeschminkte Realität, dass in uns nichts Gutes wohnt. Römer 7,18 und wir unfähig sind, aus dem Glauben zu leben und Geistlichkeit aus uns selbst zu produzieren. Haben wir das erkannt, verstehen wir auch, was Jesus in Johannes 15, Verse 4 und 5 sagte: nämlich, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir wollen viele Dinge, aber es ist eben so, dass es nicht am Willen liegt, sondern am Können, wie auch Johannes 6,44 deutlich macht. Da heißt es. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da steht nichts davon, dass wir nicht wollen, sondern es einfach nicht können. Es gibt leider manche vermeintlich fromme Menschen, die haben einen enormen Willen, Gott zu dienen, aber sie sind nie auf die Idee gekommen, dass sie es gar nicht könnten, wenn Gott nicht Gnade schenkt. Man kann aus eigener Kraft eine Form von Christsein spielen und am Ende doch verloren, verdorben und betrogen dastehen. Matthäus 7:23 Und dann wird Jesus eines Tages zu ihnen sagen müssen Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das wünscht man niemandem. Aber deswegen brauchen wir einfach auch die richtige Sicht der Dinge, die geistliche Offenbarung. Die muss von oben kommen, von Gott. Wir müssen den erkennen, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, der Weg und die Wahrheit und das Leben in Person ist und der einzige Weg zu Gott und auch der einzige Weg, um zu einem Christen zu werden und ein Christ zu bleiben. Das ist allein Jesus, Christus, unser Herr und Erlöser, und sonst niemand. Ich wünsche euch den freien Blick auf Gottes souveräne Gnade, denn das ist sie und das Vertrauen auf Jesus Christus, der uns ohne unser Dazutun ewiglich erlöst hat. In Römer 11,6 steht, ist's aber aus Gnade, so ist's nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Und in Römer Kapitel 3, Verse 21 bis 26 schreibt Paulus, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit Gottes. Offenbart. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus. Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne. In seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Der große Erweckungsprediger George Whitfield, der hat von 1714 bis 1770 gelebt, schrieb einmal Folgendes: Ich weiß, dass Christus alles in allem ist. Der Mensch ist nichts. Er hat den freien Willen, in die Hölle zu kommen, solange Gott nicht in ihm wirkt, dass er wolle und wirke, was Gott gefällt. Gott segne, behüte und bewahre euch. Er schenke euch Frieden und sei mit euch. Amen.